Einen wunderschönen guten Tag hier aus Hanau, aus dem Café Zentral. Und mein Gast heute zum Thema Euro, Eurokrise und überhaupt Börse. Das Gesicht der Börse im Ersten und das Gesicht überhaupt der Börse in den letzten Jahrzehnten. Gewesen. Gewesen. Ja, gewesen ist Frank Lehmann, hallo, ich grüße Sie. Grüße ich ebenfalls. Ja. So, Sie leben in Hanau. Ich hab gelesen, Sie sind in Berlin auf die Welt gekommen, haben in Frankfurt gearbeitet. Wie kommen Sie nach Hanau? Ei, das ist der Speckgürtel von Frankfurt. Das sind ein paar Kilometer bis in Frankfurt drinne. Und als ich studiert habe, habe ich mir die Preise schon damals in Frankfurt nicht leisten können, als Student. Dann habe ich früh geheiratet, ein Kind gekriegt und war immer noch im Studium. Das kannst du nicht finanzieren in Frankfurt, das ist mal rausgezogen. Wenn du einmal aus einer Stadt raus bist, dann bleibst du auch draußen. Aber ich bin mit Frankfurt ganz, ganz eng verbunden, klar. Ist ja auch nicht weit, also ist ja ein Spucknapf. Fährst 10 Minuten, Viertelstunde bis in Frankfurt. Sind ja auch starke Immobilienpreise gerade in Frankfurt? Ja. Es fängt an zu köcheln. Und wir müssen aufpassen. Also ich habe eine Wohnung in Bonner, ein Innenstadtteil von Frankfurt. Da geht die Post ab, da ist jeden Tag Party. Und da hat meine Tochter, meine zweite, bisher gewohnt. Jetzt zieht sie auch aufs Land zu uns. Hat da eine Immobilie und jetzt steht die Wohnung zum Verkauf. Die rennen wir die Bude ein. Ich will sie vielleicht gar nicht verkaufen, weil ich immer sage, Kapitalanlage und Sachwerte, kauft Immobilien, Leute. Gerade jetzt in der jetzigen Phase, wo wir vielleicht Inflation kriegen, und zwar heftige Inflation. Man sieht es ja auch im Gold. Gold ist auch Inflationsschutz, genauso eine Immobilie. Und deswegen muss man Immobilien halten, wenn man sie hat. Oder man soll sie auch kaufen. Und die rennen ja alle die Bude ein. Da hat es rumgesprochen, dass da eine Wohnung frei wird. Irre. Es ist noch keine Blase, aber es könnte sich zu einer Blase, einer neuen Blase entwickeln, die Immobilienpreise in Deutschland. Noch ist es sehr kommod, wir haben hohen Nachholbedarf. Immobilien waren in den letzten 10, 20 Jahren in Deutschland, haben wenig investiert, Leute. Jetzt ist die Immobilie wieder da als Sachwert. Mein letztes Gespräch war mit dem Professor Gerke. Wir haben ein bisschen über den Euro geredet. Ja. Was halten Sie von dem Euro? Ist nicht schlecht. Man muss den Griechen, wie auch immer, versuchen, immer noch eine Brücke zu bauen. Wenn sie es selbst nicht schaffen, irgendwie den Hintern hochzukriegen und sich der ernsten Lage, sind sich offensichtlich viele Griechen immer noch nicht bewusst. Vor allem diese verdammten scheiß politischen Parteien. Das ist eine Katastrophe da unten. Und deswegen leiden die Leute, die einfachen Leute, weil sie eine politische Klasse haben, die keine Klasse ist. Das ist unterste Schicht, was die da haben. Apropos unterste Schicht, was hat Frau Legard gesagt über die Griechen? Ja. Sie würde sich lieber über afrikanische Kinder kümmern, als über die blöden Griechen in Athen. Irgendwo hat sie recht, die Geduld ist bei vielen mittlerweile am Ende. Aber der Euro ist vielleicht eine Möglichkeit, eine Parallelwährung soll bei den Griechen eingeführt werden. Hat Gerke, glaube ich, auch erzählt. Ist eine Erfindung von Thomas Mayer, der bei der Deutschen Bank Chefvolkswirt noch ist. Wie kommt es, dass so eine Idee für eine Parallelwährung aus den Banken kommt? Und wieso jetzt und nicht vor der Sozialisierung der Schulden? Ja, ist gute Frage. Fragt doch mal die Banken. Warum die das jetzt ausgerechnet erfinden, um wieder abzulenken von sich und vielleicht das Risiko noch wieder auf eine Parallelwährung zu drücken, damit sie wieder fein und sauber da sind. Die Banken haben sich wunderschön aus der ganzen Sache rausgearbeitet. Haben wir gesagt, wir sind ja nicht schuld dran und wir halten aber die Hand auf, wenn irgendjemand sagt, hier kriegst du Geld dafür. Das ist toll. Das ist eine tolle Geschäftsidee, sowas zu machen. Und das haben die auch perfekt gemacht. Aber jetzt sind sie irgendwann mal dran. Und ich glaube, die Bevölkerung spürt das auch. Und ich habe ein bisschen Schiss, muss ich ehrlicherweise sagen, dass die Proteste, die ja nicht nur auf Studenten und übliche Revoluzzer reduziert sind, in allen Ländern, Spanien, Portugal, Griechenland, sondern dass die Oberschicht mittlerweile anfängt, auf die Straße zu gehen. Ärzte, weil deren Gehälter gekürzt werden. Und da muss man aufpassen. Wir können trefflich über Staatsanleihen und über die hohen Zinsen und über die blöden Schulden und so weiter reden. Aber aufgepasst, daraus kann sich eine politische Krise entwickeln, dass plötzlich Revolution auf den Straßen stattfindet. Hier in Deutschland. Könnte durchaus möglich sein. Die Piraten ist ja zum Beispiel so ein kleiner Ausdruck schon, dass die Leute sagen, wir haben mit der Klasse nichts mehr zu tun. Erstmal kapieren wir die nicht und zweitens tun die nichts. Ja, das ist ein gutes Beispiel. Da hat einer gesagt, die Banken fallen von einer Todsünde in die andere. Und die Politik verarmt zu einem Wackeldackel auf dem Rücksitz. Weißt du, diese Dinger, die immer hinten bei Opa und Oma standen. Dong, 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 dong. So, das ist ein sehr treffendes Beispiel. Die Banken können sich ihren Scheiß erlauben und die Politik macht so, naja,
geht halt wohl nicht anders oder sowas. Aber es geht ja ums Geld. Wir reden so selten über das Geld und Sie haben sogar ein Buch geschrieben. Über Geld redet man nicht, ja. Wieso reden wir nicht über Geld? Ich habe jetzt gesehen, in der Abiturprüfung in Bayern, da wird gefragt, wann Keynes geboren wurde und wann er gestorben ist. Ist doch nicht viel wichtiger die Frage, was Keynes gemacht hat und was er für eine Theorie entwickelt hat oder andere Größen. Wieso, oder haben Sie auch das Gefühl, dass an den Schulen Ökonomie nicht so die Rolle spielt, wie sie müsste? Ja. Wirtschaft wird immer so als Quiz, nicht? Wann ist wer, wer wo geboren? So als Quiz. Dabei sind die wichtigen Zusammenhänge. Und wir leben ja in einer Zeit, wo der Kapitalismus wieder kritisiert wird. Zu Recht. Deswegen gehen ja junge Leute auf die Straße, besetzen ein Viertel um die Europäische Zentralbank, diese Blockupy- und Occupy-Bewegung. Da muss die Politik schwer aufpassen. Nicht nur von den betroffenen Völkern, also die Griechen, die auf die Straße gehen, die Spanier, die intellektuelle Schicht, die plötzlich merkt, die Klasse, die wir da gewählt haben, ist alles Schrott. Wir nehmen das vielleicht selbst in die Hand. Also da könnte sich eine handfeste politische Krise in Europa entwickeln. Und das andere ist die Kritik am Kapitalismus. Und da müssen sich die Herrschaften doch auch wehren, die das System verteidigen und davon leben. Warum verteidigen die das nicht? Warum sagen die nicht, Karl Marx hat irgendwo zwar recht, der Kapitalismus hängt sich selbst irgendwann auf, aber bisher ist der Kapitalismus, blüht und häutet sich immer wieder neu und blüht immer wieder was Neues. Warum sagen die das nicht? Ich finde, der Kapitalismus ist das beste System, was wir hier gehabt haben. Dass wir Sozialismus abhaken, Planwirtschaft, Kommunismus abhaken. Und Karl Marx hat ja auch gesagt, der häutet sich immer wieder. Da ist sogar ein Lob drin. Der Kapitalismus heute. Er hat zwar gesagt, am Ende nimmt er sich einen Strick und ich warte mal ab, das System richtet sich selbst zugrunde. Untergangstheorien laufen so lange, solange die Katastrophe nicht eintritt. Jetzt gehen Sie zurück in die Geschichte zu Geldtheoretikern. Ein Geldtheoretiker, und zu dem haben Sie scheinbar eine Affinität, Sie machen Goethe-Abende. Was ist das? Also es ist eine fette Sache, ich habe das gehört und dachte mir, was sind Goethe-Abende? Ach, Goethe-Abende kann man nicht sagen. Goethe hat viel geschrieben und hat vor allen Dingen viele ökonomische Sachen gemacht. Alles, was entsteht, ist wert, dass es zugrunde geht. Faust 1. So, was sagt uns das? Was die Banken erfunden haben, die ganzen Scheißprodukte, diese Giftprodukte, wie so toxisch, ganz alles, hat Goethe schon gesagt, alles, was entsteht, ist wert, dass es zugrunde geht. Und die Dinger sind ja auch zugrunde gegangen. Er hat vieles auch gesagt, was auf Börse an sich übertragen, wo viel verloren wird, ist manches zu gewinnen. Das heißt, du kannst an der Börse viel Geld verlieren. Wenn du Geduld hast und das gut machst und dich auskennst, da sind wir wieder bei dem fehlenden ökonomischen Wissen unserer Bevölkerung, dann kannst, also das sind solche Zitate, die hat er irgendwann einmal gesagt und die haben genau noch so Gültigkeit, genau wie der, das ist mein Lieblingsspruch mittlerweile. Unter allen Völkern haben die Griechen den Traum des Lebens am schönsten geträumt. Das hat Goethe vor 150 Jahren gesagt, stell dir mal vor. Als ob er geahnt hätte, dass wir heute genau über das süße Leben der Griechen debattieren und sie verfluchen, aber einerseits sind wir auch ein bisschen neidisch auf die griechische Lebenskultur. Ich meine, die haben doch die Kultur nach Europa gebracht und sie jetzt so fallen zu lassen wie eine heiße Kartoffel, halte ich für absolut schädlich. Insofern ist der Goiro, eine Art Parallelwährung zum Euro, sollte man zumindest mal diskutieren, versuchen, alles versuchen, um die Griechen zu retten. Alles. Ich nenne immer drei Begriffe und bitte um drei Assoziationen dazu. Hm. Anja Kohl. Das war gut. Klasse Frau, charmant, kompetent. Wunderbar. Occupy. Wichtig, absolut, um die Kaste wachzurütteln. Das sind die Piraten auch. Wachrütteln. Die politische Kaste wachrütteln. Pass auf, wenn ihr nicht handelt, dann passiert was in der Welt. Und da wird auch was passieren. Wirtschaftsminister Rössler. Hast du eine bessere Frage? Nett. Nett. Haben Sie nicht einen besseren Wirtschaftsminister? Nett. Nett, freundlich. Ja, nett, freundlich. Ja, okay. Noch eine Frage. Wie haben Sie das eigentlich empfunden damals? Bei der Lehman Brothers Pleite, wenn Ihr Name so mit in den Dreck gezogen wird? Nein, die Leute haben schon Lehman, nicht Lehman gesagt. Haben schon Lehman gesagt. Aber wir haben mal untersuchen lassen, nicht wir, eine Organisation, zwar eine Frauenorganisation, das ist hochinteressant, die haben gesagt, wäre es unter Lehman Sisters anders gelaufen, wenn die Firma nicht Lehman Brothers, sondern Sisters gelaufen wäre, haben ausgerechnet Frauen da, haben gesagt, gehen wir eine Untersuchung. Die Studie kam raus, haben gesagt, die Sisters hätten am Anfang etwas besser gemacht, aber ab einer gewissen Größenordnung. Setzt auch bei Frauen die Gier ein. Und da waren sie genau wie die Männer. Also insofern hat die Studie nichts gebracht. Lehman Sisters wären genauso blöd gewesen wie Lehman Brothers.
Ich habe noch einen anderen Punkt noch zum Schluss. Sie sind in vielen Bereichen sozial engagiert. Das Projekt Kinderzukunft. Könnten Sie das in wenigen Sätzen beschreiben? Ja, wir haben uns vorwiegend, als es noch in Bosnien knallte und Serbien knallte und so weiter und in Guatemala die Kinder auf Müllbergen saßen, diese Entwicklung hat einen der Gründer dieser Kinderstiftung, das hat ihn so berührt. Der hat viel Geld gehabt, hat ihn so berührt, als er die Kinder im Müll gesehen hat und als er in Bosnien die schreienden, misshandelten, versprengten Eltern waren weg, hat er gesagt, wir müssen was tun. Und daraus ist jetzt eine Kinderstiftung geworden. Wir haben drei Kinderdörfer, in Guatemala eins, in Bosnien eins und in Rumänien eins, weil Rumänien ja auch durch die Kriegsfolgen und Fallen des Eisernen Vorhangs misshandelte Kinder, versprengte Kinder, Waisenkinder, sind in Bosnien viele Waisenkinder, die zusammengebracht, auch mit Älteren. Es ist ein ähnliches Konzept wie SOS-Kinderdörfer, nur wir machen eine Ausbildung dazu. Die kriegen eine Schulausbildung und kriegen in ihrem Dorf eine Berufsausbildung. Kraftfahrzeugmechaniker, Näherin, alles was in den Ländern gebraucht wird. Das funktioniert hervorragend und die Leute, die spenden, die wissen, das läuft durch, genau in die Dörfer rein. Wunderbar, ja. Finde ich eine wunderbare Sache. Apropos Ausbildung, Sie haben ja erst eine Ausbildung gehabt und dann ein Studium. Einfach die Frage, was hat Ihnen mehr gebracht, Ausbildung oder Studium? Ja, das Studium ist auch eine Ausbildung, aber die Studium ist wahnsinnig theoretisch. Ja. Ich kann mich an die Volkswirtschaft, an Statistik, wer immer das macht, er muss da durch, aber es ist grausam. Es ist grausam, was alles theoretisch ist. Und insofern ist kaufmännisch, habe ich gelernt bei einer Zeitung, es ist ein sehr handfestes Geschäft, gehst in eine Berufsschule und weißt, was du machst. Und du kriegst auch im Grunde genommen ein bisschen Ethik und kaufmännisches Gefühl mit ehrbarer Kaufmann. Das, was die Unitätsleute, die nur Volkswirtschaft studiert haben, überhaupt nicht drin haben. Ich habe einmal gefragt, sag mal, jetzt wirst du raus, jetzt bist du fertig, jetzt gehst du in die Welt, denk dran. Ethisch handeln, moralisch handeln, alles was du machst ist in Ordnung, aber denk, hä? Was ist denn das? Habe ich gesagt, was? Habt ihr das nicht gelernt? Nein, steht nicht im Ausbildungsvertrag, sondern Sauerei, oder? Ich will mal werten, ich liebe diesen Kerl Dirk Müller und ich finde Sie auch total klasse. Eine persönliche Frage, Sie sind so oft bei der Frau Maischberger. Ich hab die bald im Interview. Können Sie mir einen Tipp geben, wie ich bei der punkten kann? Nee, du musst ganz normal fragen. Ja? Ja, ganz normal fragen. Sie hat mich ja im Grunde genommen geholt. Ich kenne die seit 10 Jahren. Ich finde die so hübsch und ich kriege immer zittrige Knie. Ja, sie ist nicht nur hübsch, sie ist auch kompetent und ist auch charmant und sie ist klug. Eine sehr kluge Frau, das muss man wissen. Und sie hat mich öfter geholt und gesagt, erklären Sie doch mal den Leuten das mit einfachen Worten. Und da ist dann lehnt man sich da nicht zu schade und dann, wenn es dann funktioniert, ist in Ordnung. Machen wir. Wunderbar, ich danke Ihnen sehr, Herr Lehmann, für dieses Gespräch. Vielleicht sehen wir uns bald wieder. Ja, gerne. Und genießen wir das Hanau-Wetter. Es ist unglaublich, 28 Grad hier in Hanau. Dankeschön. Bitteschön, hat mich sehr gefreut. Und ich grüße all meine Abonnenten. Und die Frage beim nächsten Mal ist, was macht eigentlich Hans Söllner? Bis zum nächsten Mal.